Ich muss gucken, ob hier irgendwo noch Hühner gespawnt sind. Nö, scheinbar nicht. Boah, das ist ja aber echt weitläufig. Oh, was ist das denn? Schatzkapsel. Ja, toll. Wie kann man denn die öffnen? Also echt jetzt. Ja, wie dem auch sei, ich merke mir einmal, dass da ein Gordo ist. Ja, die Raffinerie erinnert mich jetzt dran. Sind hier noch Hühner? Da ist noch ein Huhn. Eins, zwei. Da ist noch ein Huhn. Hühnchen, wo seid ihr? Ihr werdet gleich verfüttert an einen fetten Schleim. Ah, du kommst her. Und du. Du und du. Hier war ich auch noch nicht. Was ist hier denn? Okay, hier ist wieder so ein Teleporter. Okay, und was ist das hier? Ah, wieder eine weitere. Wieder ein weiterer Bereich. Die Docks. Tief, tief unten in der großen blauen See sah ich 1000 Slimes mich anlächeln. Ja, schalten wir doch auch mal frei die Gegend. Können wir nämlich hier mal nach unten gucken. Das ist nämlich der Vorteil, wenn man ein bisschen Kohle sammelt. Okay, gibt's hier? Was? Gummiente. Ein Slime-Spielzeug. Okay. Was auch immer das ist. Hier kann ich auch wieder Felder anlegen. Okay, hier kann man auch Slimes anbauen, oder was? Ja. Bin jetzt gespannt. Hier ist auch wieder ein Haar. Mal schauen. Der Blick aufs Meer erinnert mich wirklich an unsere höchste Bestimmung, Beatrix. Das Meer war das erste große Unbekannte. Dann das All. Und dann, was auch immer dahinter liegt. Dieses Verlangen zu sehen, was hinter der nächsten Wegbiegung wartet, steckt mir in den Knochen. Und nachdem du auch hier draußen bist, nehme ich an, es steckt auch in dir. Allerdings könntest du natürlich auch hier draußen sein, weil du die frische Luft magst. Oder weil du die ungezähmte Schönheit dieses Landes bevorzugst. Oder vielleicht, weil du versuchst, etwas hinter dir zu lassen. Das ist sicher ein guter Weg, das zu tun. Recht viel weiter weg kommt man eigentlich nicht. Gut. Ja. An und für sich, das ist, glaube ich, auf der Karte, ja, das ist ganz unten der Steg. Das heißt, wir sind jetzt schon relativ weit. Aber hier, von wegen hier gibt es haufenweise Slimes. Irgendwie habe ich jetzt noch keinen Slime gesehen. Aber ich habe hier diese komische Quietscherente gefunden. Angeblich ein Slime-Spielzeug. Die kann man mitnehmen. Also ich werde die mal mitnehmen und mal gucken, was passiert, wenn ich die den Slimes gebe. So. Den hatte ich schon gelesen. Da ist noch ein Hühnchen. Ging es hier zurück? Ich hoffe doch, ja, hier ging es zurück. Jupp. Okay, mal gucken. Oh, wie süß. Der sieht glücklich aus. Okay. Schein, ja, gut. Ist gerade Fütterungszeit. Dementsprechend geht es einmal zurück zum Labor. Und ich möchte da einmal kurz die Raffinerie bestücken. Mit Plorts. Oder mit Schleimkacke. Felsen und Pink haben wir. Gucken wir mal. Ja, 23 Felsplorts und 11 Pinkplorts. Miez und Phosphor können wir noch reintun. Und Gold natürlich auch, aber Gold ist kostbar. So, mal sehen. Ja, gut. Okay. Was? Der Baumeisterladen ermöglicht es dir, Baupläne zu kaufen. Zum Bau eines Gerätes ist immer ein Bauplan notwendig. Schau immer mal wieder in den Baumeisterladen, um nach neuen Bauplänen zu suchen. Oder zu sehen. Na gut. Okay. Also, mein Vorhaben steht immer noch. Und zwar, will ich so einen Gordo füttern, um zu gucken, was passiert. So, mal sehen. Na, da sehen zwei nicht mehr so glücklich aus. Das heißt, ich werde da mal... ups.
Nein! Den wollte ich füttern, nicht dich. Ein Huhn läuft da noch rum. Na gut, wie dem auch sei, Hühnchen verfüttern an einen fetten Slime. Mal sehen, was willst du? Mochi oder Bob? Ja, Bob will nur Hühner. Also klicken wir auf Mochi. Meine Rennschaffähigkeiten werden dich dazu bringen, dich zu winden, kleines Würmchen. Sie will Katzen und Pinkplots. Okay, gut. Aber vorher werde ich dieses Ornament hier mal abladen. So. Jetzt habe ich ein Herz- und Kleeblatt-Ornament. Was will er denn immer noch? Och, also, dieses Tutorial will, dass ich in den Baumeisterladen gehe. Bla, 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 bla. Was heißt übrigens da oben diese 3? Ist das irgendwie, dass ich schlafen gehen sollte? So. Ja, Neulingspumpe. Ressourcen unter der Erde abzusaugen. Was für Ressourcen sind das? Und vor allen Dingen, wie lange ist ein Zyklus? Also Teleporter verstehe ich ja noch. Set von 2 Teleportern, das dazu verwenden kann, deine ganz eigene Verbindung für schnellen Transport einzurichten. Ja, kaufen wir mal. So. Wetten jetzt sagt er gleich, ich soll dahin gehen. Na? Na, na, na? Der Fabrikator. Sobald du einen Bauplan hast, erlaubt dir der Fabrikator unter Verwendung der Ressourcen in der Raffinerie Geräte zu bauen. Probier es aus. Ja, Pinkplots, Felsplots und Radplot. Bienenhaus braucht Honig, Hilfsmittel, Drohne braucht haufenweise, Warp-Technologie, Pinkplot, Tiefensohle, was auch immer das ist, Hexawabe und seltsamer Diamant. Dekoration und Kurioses. Ja, gut, ich kann hier eigentlich nichts bauen. Ja. Gerätemodus. Damit du Geräte platzieren kannst, musst du in den Gerätemodus aktivieren. T. Okay. Ja. Gut. Bringt mir nur nichts. Im Gerätemodus kannst du nicht saugen oder schießen, aber du kannst alle Bauplätze in der Welt sehen, auf denen du deine Geräte platzieren kannst. Sieh dich um. Aha. Da kann man was platzieren. Da und da und da. Ja, okay, gut. Zurück zu unserem eigentlichen Vorhaben. Was? Gerät platzieren. Wenn du einen Bauplatz gefunden hast, dann geh da hin, um das Menü zu öffnen, zum Platzieren von Geräten. Suche dann einfach das Gerät aus, das du platzieren willst. Ja. Wenn ich mir irgendein Gerät leisten könnte, dann würde ich es auch hinbauen, aber kann ich nicht. Weil bin pleite. So. Wobei, wir könnten da ja mal auch... Ne, euch geht's gut, gut. Euch geht's gut, gut? Was? Was dat für Deutsch? Dat komische Deutsch. So. Was ist bei euch schon wieder los? Achso, wegen Futterneid. Haha. Ja. Ich glaube, dieses Geräteplatzieren-Tutorial geht wahrscheinlich nicht mehr weg. Folgendes. Ja, hier. Ach nö, ich bin voll. Ach, Menno. Ah, ja, gut. Ach nein, ich wollte ja in, wollte ja hier im Labor platzieren. Da kommt man ja auch hier längs. So. Zack. Yay. Nur bin ich wieder langsam. Gut. Ja. Würde ja gern ein Gerät platzieren. Ah, okay. Extraktoren, Hilfsmittel, Warp-Technologie, Dekoration, Kurioses. Ja gut. Haben wir jetzt mal aktiviert. T wieder raus. Das heißt, das deckt die Grundlagen der Slime-Wissenschaft ab. Wirf einen Blick in die neue Slime-Wissenschaftssektion in deiner Slimepedia. Sie ist voll von nützlichen Informationen. Ja. Mietsplot, Phosphorplot müssten wir da eigentlich noch reinschmeißen. Das wollte ich ja eigentlich eben machen, aber nein. Ich war voll, weil ich immer noch plane, die Hühner zu verfüttern an den Katzen-Gordo. Boah, was ist denn da schon wieder alles drin? Gut. 26 oder beziehungsweise 30. Das heißt, jagen wir da einfach mal 30 rein. Klar, wir kriegen die nicht wieder, aber wir können das Ding mal ein bisschen auffüllen. Aufforsten sozusagen. So. Zack. Gut. An und für sich müsste man dann quasi hier so Felder machen mit den Slimes. Dass das auch immer irgendwie... Na, egal. Felder mit den Slimes machen, wo man die dann quasi züchtet, damit man die direkt verfüttern... Also, die Plots da direkt reinschmeißen kann. Was?
Habe ich jetzt nicht gesehen. Ja, bock, 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 bock. Und wir sollten schlafen. Das heißt, bis zum Morgen einmal schlafen. Das war nicht so lang. Und zurück zur Ranch. So, und dann einmal... Ja. Was will die... Oder was will der... Doch die. Dafür gibt's Hühnchen, 250 Gold. Nee, nee. Ich werde jetzt erstmal Folgendes machen. Oh, das wollte ich auch machen. Also abgesehen von den Mohrrüben. Ich kann ja fliegen mit dem Rucksack. Das heißt, ab, einmal hier hoch. Hier war ich nämlich noch nicht. Okay, hier geht's runter, Klippe. Ja, okay. Ah, da hinten ist wieder so ein... Ja, Schatzkapsel ist verschlossen. Wie auch immer man die öffnen kann. So, was gibt's hier sonst noch? Scheinbar nix. Ein paar Pilze. Ja gut. Ist jetzt nicht so der Rede wert, die Gegend, würde ich sagen. Außer natürlich, dass hier so ein komisches Bauwerk steht. Da hinten, ah, da müsste ein Gordo sein. Also ein fetter, großer Schleim. Huch, wer hat da gefuttert? Achso, ihr da unten. Naja, ihr seid mir erstmal egal, ich will nämlich den da hinten füttern. Das heißt, einmal hier ganz vorsichtig runter und dann hier einmal rüber gesprungen, denn ich glaube, Wasser bekommt uns nicht so gut. So. Nee, das ist nicht der Katzen... Der Katzen-Gordo ist weiter hinten. So. Hüpp. Ja, wenn ich Hühnchen sehe, dann sauge ich sie ein. Ach, apropos, da oben wollte ich ja auch nochmal rauf. Nein. Och, nö. Nicht festhängen. So. Hui. Ja, gut. Da kommt man auch rüber. Hm. Da sind noch ein paar Hühnchen. Ach nein, das Küken wollte ich nicht. Tschüss. Ja, gut. Hier oben gibt es jetzt nichts Besonderes, oder? Kommt man da auch rauf? Ja. Natürlich kommt man da rauf. Wir sind quasi jetzt der geborene Kletterer. So. Huch. Wo kommt man denn hier hin? Okay. Bin ich denn hier gelandet? Oh nein, da ist gefährlich. Da sollten wir nicht links. Aber hier gibt es eine Höhle. Oh, noch ein Gordo. Hallöchen. Oh, und eine Schatzkapsel. Ja, super. Phosphor. Ja, Nahrung, Frucht. Ja, gut, Früchte haben wir jetzt nicht dabei. Das ist ein bisschen doof. Aber hier gibt es irgendein gefährliches Gebiet. Oh ja, ich sehe schon. Nein, lasst mich in Ruhe. Schön in Ruhe lassen. Nein. Tschö. Ich hab's eilig. Ich sammle nur Hühnchen. Ja, sorry, dass ich euch... Was ist... Och, nö. Schon wieder eine Tür und schon wieder eine Schatzkapsel. Wow. Was geht denn mit dem ab? Weg mit dir. Ich muss doch mal eben kurz über die Brücke. Ja. Ihr könnt da unten Party feiern. Das ist mir völlig egal. Da komme ich her, oder? Ja, da komme ich her. Wo kommt man hier hin? Oh, hier. Ja, gut. Da drüben könnte man auch rüberhüpfen. Oder entsprechend hier rüberfliegen. Whoop. Ah, natürlich noch eine Schatzkapsel. Da kann man auch nichts machen. Ich hätte vielleicht mal ein bisschen Obst und Gemüse einsammeln sollen für den... Mein Hühnchen. Hahaha, kriegst du nicht. Ja, so viel Artenfreiheit, wie es hier gibt, wird da recht schnell... Also ich habe jetzt mittlerweile gelernt, wenn so ein Viech zu viel frisst, dann wird es zu so einem Tar. Also zu so einem fetten, bösen Schleim, der alles frisst, was ihm in den Weg kommt. Und, nee, Moment. Bin ich vorbei? Ja, wo hier war doch... Da war der Kat... Da war der fette Katzen-Gordo.